42. Hallo, dann fangen wir wirklich nochmal neu an. Also wir haben das Thema Liebe. Und das Thema Liebe hatten wir schon mal im Rahmen von Metta-Meditation. Also das ist eine Sache, die man wirklich üben muss, weil man wirklich, muss man auch selber zukommen. Also selber davon natürlich überzeugt sein, dass das einen Sinn macht. Also dass man, dass es genug, nicht genug Liebe in der Welt gibt, das ist, glaube ich, allen bewusst. Und dieser Negativity Bias ist halt eben so eine Neurologie, Psychologie-Geschichte, die das halt belegt, dass wir diese Negativitätsprägung haben. Also von daher wäre es gut, um zumindest einen neutralen, eine mehr realistische Einschätzung zu haben, Liebe zu üben. Also alleine das haben wir in dem Zusammenhang schon gehabt. Aber jetzt mal Liebe generell, also das ist auch etwas, was leider mehr in unserer Gesellschaft ja mit allem Möglichen verbunden ist. Also Partnerwahl, Stellung in der Gesellschaft. Und dann ist man sofort in so einem Handel, ne? Also was gibst du mir, du kriegst von mir und bla und so weiter. Das ist dann, das ist das Schlimme. Das hat dann mit Liebe alles überhaupt gar nichts zu tun. Nichtsdestotrotz muss man auch überleben. Aber je älter ich werde, umso, aber es ist auch eine Sache, die in meiner Entwicklung so war, dass immer wenn ich mich darauf konzentriert habe, Geld zu verdienen, ist es eng geworden, unangenehm, ich bin krank geworden und so weiter. Und es hat auch noch nicht mal Geld gebracht, das ist ja das Krasse. Und das Einzige, worauf ich immer mehr achte, ist eben dieses innere Lächeln zu kultivieren, weil das führt in die Richtung unbewertende Wahrnehmung und allumfassende Liebe. Das ist halt der kleine Bruder davon. Und das Gute ist, man kann auf dem Weg immer wieder feststellen, was steht dem im Wege. Und da lerne ich ungeheuer viel. Also darüber, quasi was der Liebe im Wege steht. Das ist vielleicht eine gute Erkenntnis. Also dass wenn man wirklich rausfindet, was für Probleme man sich selber fabriziert, andere Leute auch. So einfach ist das leider nicht. Also wir sind nicht alleine auf der Welt, aber die anderen sind auch ein Spiegel für das, was in einem selber ist. Also lasst auch alle Geschehnisse eure Lehrer sein. Also darauf zu achten, was dem im Wege steht, nicht um sich zu stark darauf zu fokussieren, mehr als Wegweiser, sowas vielleicht. Ne? Also dass man merkt, da geht es nicht weiter, also geht es eher in diese Richtung. Und auf diese Art und Weise im täglichen Leben wirklich Liebe zu kultivieren, in sich. Es ist läuft immer wieder auf dieses innere Lächeln zurück, hinaus. Mhm. Im Grunde, das wissen wir alle, Liebe ist eigentlich ganz einfach, ne? Weil das bleibt zum Schluss über. Weil nach all der Aggression, nach all dem Wettbewerb, und das Schlimme ist, das ist eigentlich der Grund, aus dem wir Entscheidungen fällen sollten. Das ist so. Also ich schaffe das manchmal, aber ich muss dann wirklich viele Stunden am Tag meditieren, um halt selber auch so wertfrei mit mir und mit meiner Umgebung zu sein, wie es geht. Und dann sind die Entscheidungen, die ich treffe, wie soll man sagen, sehr rein. Ja. Und das ist auch eine Sache, die ich quasi immer, also jetzt zunehmend auch
gehen, also nicht eine Sache, sondern das ist ein Weg, den ich zunehmend gehen möchte. Liebe, Riesenthema kommt definitiv nochmal vor. Jetzt sitzen wir einfach nochmal rum. Vielleicht mit etwas Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit. Weil die Liebe muss von selber kommen. Wir können die nicht erzwingen. Richtet euch ein. Macht es euch bequem. So wie es geht. So wie es geht. Und das erste ist wirklich die Körperwahrnehmung. Versucht es euch wirklich mal so bequem zu machen. Nehmt euch da 10 Minuten Zeit, auch wenn wir nur 20 Minuten hier sitzen. Auf dass ihr wirklich mitkriegt. Wenn ihr halt so ein Körperablenkungsmanöver startet, euch selber gegenüber. Es ist sehr, sehr lehrreich, wenn man das mal mitkriegt. Das tagsüber auch entdecken kann. Sollte aber nicht sein, also ihr sitzt dann angenehm für die 20 Minuten und achtet auf den Geist. Ob der zur Ruhe kommt. Und dann ist schon der erste Moment des inneren Lächelns. Und das ist auch der Moment, wo nur der Atem überbleibt. Das wäre diese Atemmeditation. Also nichts forcieren, kein Zählen, kein gar nichts, sondern erst Körper entspannen. Geist zur Ruhe kommen lassen und dann bleibt eine leichte Fröhlichkeit und der Atem über. Und bei dem kann man erstmal bleiben, solange bis ein Nimitta, ein Licht erscheint. Das kommt aber selten, selten und sehr spät in eurer eigenen Praxis. Und eigentlich nicht nach 20 Minuten schon. Lächeln ist gut.
dem nächsten einmaligen Klingeln ist die Zeit für die merkwürdige Frage: Wie geht es mir jetzt? Oder wie liefen die letzten 19 Minuten auch ohne Antwort? Wunderbar. Einmal sitzen. Also mir ist das ein bisschen zu kurz. Ich habe gemerkt, dass das innere Lächeln so kurz bevor dieser mein Holzklock zum Erinnern, dass ich die Frage stelle, kam, genau kurz davor, war schon die Meter leuchten langsam, aber ...20 Minuten ist für die, die damit anfangen, auf jeden Fall viel zu lang. Man braucht wirklich ein paar Jahre, um halt wirklich unangeleitet länger sitzen zu können. All die Hindernisse, die man so erfährt mit angeleiteter Meditation, die tauchen dann auch auf, aber die werden dann eben leerer, ja? Mit der Zeit, so dass man keine Anleitung mehr braucht. Also man gibt dann auch langsam auf, irgendwelche besonderen Zustände erreichen zu müssen und zu wollen und so weiter. Aber ich kann euch nur empfehlen, probiert diese Meditations-Apps aus. Ganz zu Anfang ist das auf jeden Fall gut, viele davon auszuprobieren. Die haben alle ein bisschen verschiedene Gewichtungen, damit ihr euch ein bisschen besser auf der Suche nach zum Beispiel einem Lehrer oder einer Lehrerin nicht so verhaspelt. Also es ist eine sehr gute Grundlage, um eine bessere Entscheidung dahingehend zu fällen. Die Krankenkassen bezahlen auch, also anteilig zumindest, Entspannungskurse, Mindfulness, Achtsamkeitskurse, MBSR-Kurse. Also wenn ihr das eher so ein bisschen westlich untermauert haben wollt. Also ich kann euch nur empfehlen, eine sehr breite Basis da euch ranzuschaffen. Habt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Stream. Und das innere Lächeln kultivieren, weil das zu innerer Sammlung und zu dieser allumfassenden Liebe führt. Und noch weiter. Und dreimal Sadhu.
Salu, Salu, Salu.